Hallo, hier ist wieder Angela und heute möchte ich gern mit dem Buch Daniel beginnen und zwar mit einer Einführung. Bevor ich anfange, möchte ich erst einmal bitten und willkommen alle, die zuhören. Lieber Herr Jesus, ich danke dir sehr für deine Liebe und Güte und Barmherzigkeit und Geduld mit mir und mit uns allen. Ich bitte dich, hilf uns, dein Wort zu verstehen und zu erkennen, wo wir stehen im Strome der oder im Laufe der Zeit. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und dass wir es auch ausleben und tun und dass ich es auch ordentlich spreche und leite du uns in alle Wahrheit und habe Dank für die Gelegenheit, diese wichtigen Botschaften auf dieser Plattform teilen zu dürfen. In Jesu Namen. Amen. Kürzlich wurde ich von ein paar Personen gefragt, ob ich das nicht teilen konnte. Und da ich das nur auf Englisch hatte, dachte ich, naja, okay, ich versuche zu übersetzen. Dies ist von einem Ältesten oder einem Vorsteher einer Gemeinde, der mehr als 20 Jahre lang in England gelebt hat, der jetzt vor knapp 2 Jahren zurück nach Simbabwe in sein Heimatland gegangen ist, selbstversorgend ist und versucht, den armen Menschen zu helfen und noch einiges mehr. Er ist dabei, eine Bibelschule einzurichten. Sein Name ist Noel Zitate. Das ist die Einführung für das Buch Daniel. Warum sollten wir das Buch Daniel studieren? Unter anderem Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Daniel 9, Vers 27 und 11, 31. Wer das liest, der merke auf. Ich kann die Bibelverse aufschlagen, hatte ich vergessen vorzubereiten. Moment. Daniel 9, 27. Mir leid. Ist auch gut, wenn jeder von euch oder Ihnen das auch aufschlägt, das selber zu lesen, weil da oft auch Verweisstellen sind, die meistens sehr gut sind. So willst du nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wird jetzt wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Reben, wie wohl in kummervoller Zeit. Und 11:31. Konzentrieren, dass sie Zahlen lesen können. Und deine Heere werden kommen mit und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer steht da, das ist aber in der Bibel eingefügt, also das tägliche abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Also ich lese noch einmal vor. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Oft ist es so, dass Prophetie vorausgesagte Geschichte ist, wie das jemand mal so schön treffend ausgedrückt hat. Und es gibt viele Meinungen darüber, wie man die biblische Prophetie auslegen kann. Deshalb diese Einführung. Ich möchte zu bedenken geben, wie es steht im 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und jetzt geht es noch weiter. Und ihr solltet vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist der Punkt. Das ist nicht unsere Meinung, die maßgeblich ist, sondern Gott und sein Heiliger Geist, der uns in alle Wahrheit und Klarheit führt. Und oft ist es so, eine Sache ist erst dann bestätigt auf 2 oder 3 Zeugen, das heißt 2 oder 3 Bibelverse. Und daher ist es auch wichtig, vor dem Bibelstudium und hinterher immer zu beten, dass Gott uns die Wahrheit oder das, was da drin steht, auch zu erklären und auch zu zeigen, damit wir es verstehen können. Lasst uns nun Jesu Worte studieren.
Matthäus 23, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Nur bis, ja doch, bis 39. Jesus hat gesagt und gewarnt. Und jetzt wurden die Jünger neugierig. Was passiert denn da? Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und ich fahre ein bisschen fort. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und dann wurden die Jünger sehr bestürzt, weil sie das nicht verstanden, weil der Tempel mag wohl in dem Sonnenschein hell aufgeleuchtet haben, weil es ein Marmorgebäude war. Und als er, also Jesus, auf dem Ölberg sah, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Im Grunde haben sie mit dieser Frage zwei Fragen gestellt. Wann wird der Tempel vernichtet sein? Und wie wird das sein, wenn du wiederkommst, lieber Jesus? Und Jesus hat das versucht zu erklären, und es ist sehr hilfreich, das ganze Kapitel von Matthäus 24 zu studieren. Ich werde jetzt auf andere Bibelstellen ausweichen, aber es ist sehr empfehlenswert. Ich gehe hin zu Markus 13, 1 bis 4. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Vers 4. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren. Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet sein wird? Die waren wirklich neugierig, aber das wäre ich auch gewesen. Die wollten wissen, wann wird es denn geschehen? Eine gute, detaillierte Beschreibung von der Vernichtung Jerusalems und des Tempels kann man in dem Buch entweder vom Schatten zum Licht oder der große Kampf im ersten Kapitel lesen. Da ist es sehr, sehr gut geschildert. Es ist 70 Jahre nach Christus geschehen. Jetzt kommen wir zu Markus 13, Vers 5. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist es also. Wenn es Menschen gibt, die aus sich heraus irgendetwas erzählen, das und das passiert, und wir finden das da und da in der Bibel, bitte nachprüfen. So wie die Bereaner es getan haben. Zwei oder drei Bibelzeugen. Mit Vorteil kann man eine Bibelkonkordanz benutzen oder eShort oder andere ja, Werkzeuge, um in der Bibel zu forschen. Und mir hat das sehr geholfen, wenn ich unter der Bibel, deswegen habe ich meine Luther 1984 so sehr geliebt, die Referenzstellen nachgelesen habe. Die haben natürlich nicht immer gepasst, aber es war eine große Hilfe. Jetzt gehen wir zu Lukas 21, 5 bis 9. War nicht ganz da. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht.
so bald da. Es sind jetzt drei Zeugen, die wir gelesen haben, dass der Tempel vernichtet wurde. Und das war kurz nach Jesu Auferstehung, dass er das gesagt hatte. Das war so irgendwo 33 nach Christi. Der Tempel wurde 70 nach Christus vernichtet. Und Jesus hat dem Matthäus 24 sogar gesagt, woran sie es erkennen konnten, dass sie in die Berge fliehen sollten. Und das war unser Eingangsvers, Matthäus 24, Vers 15, wenn man das weiterliest. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verführen, sondern auf das Wort achten, darauf stehen. Und im Vers 9 steht hier, wenn wir von Kriegen und Kriegsgeschrei und Aufruhr hören, so sollen wir nicht entsetzt werden. Gegenwärtig gibt es circa 25 Kriege mit dem Krieg in der Ukraine eingeschlossen. Seit dem Zweiten Weltkrieg war es fürchterlich. Die Kriege haben so sehr zugenommen, aber das Ende ist noch nicht ganz da. Jetzt lese ich weiter in Lukas 10 bis 19. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber vor diesen allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch beantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr aber werdet verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Nicht aufgeben, nie nachlassen. Der Herr Jesus hilft uns und trägt uns durch. Ich denke auch an Offenbarung 2, Vers 10, weil es hat eine wunderschöne Verheißung, aber es ist eine hier auch, dass wir standhaft sein sollen. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Hier, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet im Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Lasst uns auf den Lohn schauen und auf Jesus Christus. Was hat er nicht alles für uns ertragen? Er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Das ist Johannes 3,16. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Jetzt fahre ich weiter fort. Matthäus 24, 15. Wir können natürlich auch sehen, dass es viele Kriege gibt und auch Seuchen. Und Erdbeben und Hungersnöte. Wir haben ja gerade wieder eins gehabt, das Erdbeben da in der Türkei und Syrien, was so fürchterlich ist. Ich habe so einen fürchterlichen Bericht dafür gehört. Da kann man wirklich sehen, wo wir stehen. Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke ab. Es ist so, dass in Jerusalem gab es den heiligen Tempel, der von allen Israeliten sehr verehrt wurde. Und wenn da jemand Fremdes reinkam, der nicht an den gleichen Glauben hatte wie die Juden, dann war das wie eine Entweihung. Und die Römer haben sogar eine Standarte in den Tempelhof gesetzt. Es war eine deutliche Entweihung. Und das war für die Juden unerträglich, der Gedanke, dass nur etwas geschehen würde. Markus 13, Vers 14. Hier steht es auch. Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, wo es nicht soll, wer es liest, der merke auf. Als dann dein Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Ja, und das steht auch in Matthäus, dass wenn wir das sehen, dann sollen wir auch in die Berge fliehen, wenn die Zeit soweit ist. Was bedeutet das alles nun?
Ich lese Nehemia 13, 15 bis 22. Nehemia war ein großer Reformator. Er hat das Volk wieder zu Gott zurückgeführt, was so aufrührerisch und rebellisch gegenüber Gott war und ihm nicht folgen wollte. Und jetzt lese ich etwas vor, Nehemia 13, 15 bis 22. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kälter trat und Getreide herbeibrachte und auch Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Für die Juden ist der Sabbat ein heiliger Tag, den Gott bei der Schöpfung gestiftet hat. Und die 10 Gebote wurden am Berg Horeb verkündet. Man kann sie im 2. Mose Kapitel 20 lesen. In vielen Bibeln steht anstelle Gedenke des Sabbattages, Gedenke des Ruhetages. In der englischen King James Version, die eine der genauesten Übersetzungen ist, wenn man nicht Hebräisch oder Griechisch versteht, steht da aber Gedenke des Sabbattages. Man kann sie auch finden im 5. Mose Kapitel 6. Also, sie haben da Nahrung verkauft am heiligen Ruhetag. Es wohnten auch Führer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt? Die Israeliten wurden ja nach Babylon entführt, weil sie Gott so ungehorsam waren. Jetzt Jeremia und Jesaja haben da also ernst das Volk gebeten, dass sie doch umkehren, aber war nichts zu tun. Aber jetzt lese ich weiter. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun? So werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Und dann sagten sie mir noch, mein Gott, gedenke auch um deswillen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Der Herr hat in seiner großen Güte einen Ruhetag gestiftet, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass wir Frieden haben, dass wir von unseren Werken ruhen können und uns auf ihn und auf das Werk seiner Schöpfung, die er geschaffen hat, die Natur konzentrieren können. Und durch sein Wort lernen können und ihm nahe kommen können, durch die Natur seine Werke kennenlernen und durch die Predigt den Glauben bekommen können. Es ist schon sehr wichtig, dass wir den Ruhetag in unseren Augen, in meinen Augen den Sabbat halten. Aber ich ging weiter. Es gibt drei Methoden der prophetischen Auslegung. Ein Präterist ist, der erzählt, dass alles in der Vergangenheit geschehen ist. Das ist die zeitgeschichtliche Auslegung. Und das ist eine umstrittene Voraussetzung, um die Prophetien zu studieren. Ein Futurist ist, der in die Zukunft schaut. Der sagt, alles wird noch in der Zukunft geschehen. Das ist auch eine umstrittene Voraussetzung. Ein Historizist sagt, es sind die gegenwärtigen Begebenheiten. Und was ist Jesu und Johannes Methode? Das ist Johannes 13, Vers 19. Und wieder auf 100, auf zwei oder drei Zeugen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Und Johannes 14, 29. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Jesus sagt und Johannes. Jesus sagt etwas voraus. Und wenn es geschieht, wissen wir, dass das Wort wahr war. Daran erkennen wir die Zuverlässigkeit einer biblischen Prophetie.
Ein großer Überblick über das Buch Daniel. Daniel Kapitel 1, Gefangenschaft. Das Volk Israel wird nach Babylon geführt. Daniel 2, das Bild. Eine Statue wird aufgestellt. Daniel 3, der Ofen. Daniels drei Freunde werden in den Ofen geworfen und Gott bewahrt sie. Daniel 4, ein großer Baum, wo Nebukadnezar eine Zeit lang außer Sinnen ist. Daniel 5, ein großes Fest. Daniel 6, Daniel in der Löwenhöhle. Daniel 7, die vier Tiere. Daniel 8 geht ums Heiligtum. Man kann auch mehr darüber im Buch Hebräer studieren. Und Daniel 9, Zeitlinie. Daniel 10, Kriegszeichen. Daniel 11, die Königsliste. Und ich wage zu behaupten, dass wir ungefähr Daniel 11 in den Versen zwischen Vers 40 und 45 stehen. Daniel 12, Michael steht auf, um sein Volk in der großen Trübsal zu helfen und es zu sich zu holen. Hier gibt es zwei Stränge der Geschichtsbank. Das sind die Kapitel 1 bis 6. Das sind die ersten sechs Kapitel, wo es um geschichtliche Dinge geht. Und die Prophetie ist von Kapitel 7 bis 12 und natürlich auch Kapitel 2, weil ich das große Standbild zeigt. Da kommt jetzt gleich eine kleine Übersicht. Daniel Kapitel 2. Das Haupt aus Gold ist Babylon, die Brust und die Arme aus Silber Medo-Persien, die Hüften aus Kupfer ist Griechenland, die Beine aus Eisen und die Füße aus Ton und aus Eisen. Das ist ein geteiltes Königreich. Es hält ca. 1260 Jahre. Dann kommt das Untersuchungsgericht. Und dann kommt ein Stein, der ausgeschnitten ist ohne eine Menschenhand. Und der fällt auf die ganze Erde. Dann kommt Christus wieder. Und dann wird Christi Königreich aufgerichtet. Daniel 7, der Löwe, ein Sinnbild für Babylon. Der Bär, ein Sinnbild für Medo-Persien. Griechenland, der Leopard mit den vier Köpfen. Rom mit dem fürchterlichen Tier. Dem schrecklichen Tier ein Sinnbild für Rom und das geteilte Königreich mit den 10 Hörnern und dem kleinen Horn, ja, das gehört zu den 1260 Jahren. Und dann kommt eine Gerichtsszene und das hat mit dem Untersuchungsgericht zu tun. Und das Heiligtum wird den Heiligen gegeben werden, das ist, wenn Christi Königreich oder Herrschaft aufgerichtet wird. Daniel 8, da erscheint der Löwe nicht mehr, der wieder mit den zwei Hörnern, ein Sinnbild für Medo-Persien. Der Ziegenbock mit dem großen Horn, ein Sinnbild für Griechenland. Das kleine Horn, das aus den vier Hörnern hervorgeht, das ist dann Rom. Und das kleine Horn wird außerordentlich groß. Das ist das geteilte Königreich, die 260 Jahre. Und das Untersuchungsgericht. Das ist die Reinigung des himmlischen Heiligtums und dann kommt eben dann das ausführende Gericht. Und in Daniel 11 und 12, die vier Könige, Medo-Persien, der mächtige König Griechenland, Rom, der König des Nordens von Versen 14 bis 35, und der mächtige König, also Griechenland, Entschuldigung, ich habe es übersehen, das ist Verse 3 bis 12. Der König des Neuen, Vers 14 bis 35, in Rom. Und der König des Nordens wird beschrieben in den Versen 30 bis 39, das Zeit des Endes. Das sind die Verse 40 bis 45. Und Michael steht auf, das sind die Verse Kapitel 12, Vers 1 und 2. So, jetzt bin ich mit der Übersicht einmal durch. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch vielleicht nochmal das aufschlagen mit 2. Petrus 1, weil ich das so schön finde. Das Wort, weil es ist so sicher wie ein Leuchte für unsere Füße, wie das auch im Psalm 119, Vers 105 steht. Und ich muss noch 2. Petrus finden, einen Moment. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein prophetisches Wort. Denn wir können darauf bauen, weil du hast mit deinem Wort den ganzen
Erdkreis gegründet, mit Himmel und Erde. Und deswegen will ich beten, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Lieber Herr Jesus, darum bitte ich dich lieb, dass wir uns an deinem Wort und an dem prophetischen Wort festhalten, damit wir wissen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Und dass wir auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir dir ganz und gar vertrauen können, denn du hältst unser Schicksal in deiner Hand und du gibst einen jeden von uns. Ich will dich dafür loben und preisen. Herr, ich bitte dich, sende du deinen Heiligen Geist und führe und leite uns in deinem Wort und in unserem Leben. Das bitte ich in deinem allmächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis auf ein nächstes Mal. Und auf Wiederhören. Auf Gottes Dienst.